unserem Videoblog zum Thema Wie heilig ist eigentlich der Sonntag? Da hat unser Fachanwalt für Verwaltungsrecht eine Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht ausgegraben. Volker Dienerger. Hallo Alex. Ja, wir spaßen uns heute mal mit Verwaltungsrecht eigentlich, wobei der Zusammenhang ist eigentlich ein arbeitsrechtlicher. Das muss man also schon mal sagen. Mhm. Aber sag doch nochmal ganz kurz, das Bundesverwaltungsgericht hat hier zur hessischen Bedarfsgewerbeverordnung entschieden. Kannst du mal ganz kurz sagen, was das ist? Also es gibt im Arbeitszeitgesetz und deswegen der arbeitsrechtliche Bezug, ne, gibt es eine Regelung, dass Ausnahmen vom Arbeitsverbot für Sonn- und Feiertage durch Länderverordnungen erfolgen können. Okay. Mhm. Länderverordnung meint Verordnung der Bundesländer und da gibt es jetzt auch eine ganze Reihe. Ich meine, wir haben 16 Bundesländer, soweit ich das weiß, hat nahezu jeder seine eigene Verordnung da gemacht und ganz natürlich wichtig, auch höchst unterschiedlich. Im Süden gibt es ein bisschen weniger Ausnahmen als im Norden und in CDU-regierten Ländern gibt es auch traditionell immer ein bisschen weniger Ausnahmen als in SPD-regierten Ländern, es sei denn, in den SPD-regierten Ländern sind die Gewerkschaften gerade sehr stark. Ah, okay. Also das ist ein bunter Mischmasch, aber damit müssen wir uns jetzt nicht bespaßen. Also es ist auch nicht so juristisch. Hintergrund ist natürlich das, warum das Bundesverwaltungsgericht zu einer arbeitsrechtlichen Problematik Ansatzpunkt ist Arbeitszeitgesetz, Paragraph 9. Der Sonn- und die Feiertage haben arbeitsfrei zu bleiben. So steht es im Gesetz. So. Dann gibt es im Gesetz selbst Ausnahmen dazu, so für Krankenhäuser und so weiter. Nein, da liegt es auf der Hand. Ne? Dafür braucht man keine Verordnung. Die sind schon im Arbeitszeitgesetz selbst geregelt. Und dann gibt es eben diese Möglichkeit, dass der Verordnungsgeber, also die Länder, zusätzliche Ausnahmen zulassen dürfen. Das ist natürlich dann eine Rechtsnorm, eine Verordnung. Und eine solche, wenn überprüft wird, landet dann halt nicht beim Bundesarbeitsgericht, auch wenn es vielleicht eine arbeitszeitrechtliche Frage ist, sondern landet halt beim Bundesverwaltungsgericht als oberstes Fachgericht in der Verwaltung. Und was hat denn das Bundesverwaltungsgericht, so ganz hat die Bedarfsgewerbeverordnung dem Bundesverwaltungsgericht nicht gefallen, oder? Eigentlich so gar nicht ganz. Also das war ja vorher schon beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof als erstinstanzlich zuständigen Gericht und dann ging es eben in die Revisionsinstanz. Und das Bundesverwaltungsgericht hat sich beschäftigt mit der Ausnahme, wie sie im 13. Arbeitszeitgesetz drinsteht. Mhm. Da muss also der Verordnungsgeber eine Abwägung vornehmen zwischen dringenden Interessen einerseits und dem Schutz Sonn- und Feiertag andererseits. Sonn- und Feiertagsschutz zu unserem auch arbeitsrechtlichen Verständnis ist natürlich Schutz der Arbeitnehmer. Mhm. Ja, die Arbeitnehmer sollen zu Hause bleiben dürfen, sollen sich erholen dürfen, also das Erholungsbedürfnis und natürlich auch das Familienbedürfnis, das spielt ja dann mit rein, wenn man so einen Tag für seine Familie haben, das ist ja für die Kirchen und die Gewerkschaften, die hier übrigens auch Kläger waren, immer ganz entscheidend. Und natürlich darüber hinaus noch auch der Glaubensaspekt, na, am Sonntag ist ja nur traditionell der Tag des Kirchgangs, mal mehr, mal weniger. Und das sind die Aspekte, die auf der einen Seite stehen, auf der anderen Seite die Bedürfnisse der Bevölkerung oder Anordnung von Arbeit zur Vermeidung von Schäden. Das steht also etwas blumig im Gesetz und das muss dann quasi irgendwie in eine Verordnung verabschiedet werden, etwas platt ausgedrückt. Und das hat der hessische Verordnungsgeber versucht und das Ergebnis ist wohl ein bisschen suboptimal gelaufen. Was war denn das jetzt das der Knackpunkt, wo das, also, das Verwaltungsgericht gesagt hat, das finden wir jetzt nicht so gut? Also in der hessischen Bedarfsgewerbeverordnung, die war sehr liberal. Das muss man also gestehen. Da war eigentlich, wenn man es mal grob ausdrückt, fast alles gestattet. Also es war die Tätigkeit von Callcentern gestattet. Es war die Tätigkeit von Lotto- und Toto-Gesellschaften inklusive Verkaufsstellen. Bibliotheken habe ich hier auch gefunden. Bibliotheken. Ja. Videotheken. Gut, Videotheken. Wenn ich Sonntag, würde ich dann ein Video angucken. Da kommen wir noch hin. Ja. Dann war interessanterweise das Buchmachergewerbe, also bitte nicht Buchdruck, sondern Wettannahme, ne? Das ist Buchmachergewerbe. Dann war erlaubt die Herstellung von Speiseeis inklusive fabrikmäßiger Erzeugung und Vertrieb. Damit natürlich auch der Supermarktvertrieb von Eis, ne? ist schon wirklich weit. Die Getränkeherstellung, also jetzt nicht der Verkauf an der Tankstelle, ne, worüber man schon immer streitet, sondern die großindustrielle Produktion. Also wenn man es mal zusammenfasst, dann alles. Und das Bundesverwaltungsgericht hat also jetzt hier diese Positionen abgewogen und hat gesagt, gut, wo haben wir ein dringendes Bedürfnis der Bevölkerung oder einen tagtäglichen Bedarf? Mhm.
Wenn man sich mal den tagtäglichen Bedarf ansieht, das klassische Beispiel ist der Bäcker. In den meisten Verordnungen darf der Bäcker am Sonntag aufmachen, ist eigentlich logisch, weil das muss man halt nun mal täglich. Ne? Also, naja, gut, man gibt ja auch was anderes, aber sagen wir mal, man will halt sein frisches Brötchen gerade am Sonntag. In der Tat, also das ist Corona. Da als klassisches Gegensatz, Part hat das Bundesverwaltungsgericht dann gesagt, also Callcenter ist nichts, was man klassisch am Sonntag machen müsste. Ja, ist klar, man kann nicht. Ich dachte, Callcenter muss man am besten gar nicht machen, aber gut. Ja, die kritische Geschichte. Also da ist die Begründung ganz lapidar. Also man muss nicht auch noch an einem Sonntag in einem Callcenter anrufen können und dementsprechend müssen die Callcenter-Mitarbeiter auch nicht am Sonntag arbeiten. Gut. Bei Bibliotheken und Videotheken ist die Unterscheidung schon fast ein wenig drollig. Da sagt das Bundesverwaltungsgericht nämlich, naja, ausleihen könnte man ja am Samstag und zurückgeben am Montag. Das müsste man ja nicht am Sonntag tun. Also gucken kann man am Sonntag, aber zurückgeben kann man halt nicht. Das ist auch total in der Praxis, das macht auch total Spaß, wenn sie am Samstag dann ausleihen und am Montag, wo sie eigentlich wieder arbeiten müssen, dann müssen Freunde zurückgehen. Deswegen holt man sich, also ich hole mir deswegen schon gar keine Videos, weil ich gleich schaffe es. Es geht dann auch weiter. Also Eisproduktion, Produktion ja, Verkauf nein. Kann ich nicht mehr so ganz nachvollziehen. Mhm. Ganz interessant ist die Argumentation auch bei der Getränkeversorgung. Da hat nämlich das Bundesverwaltungsgericht nicht gesagt, was ich jetzt vielleicht gesagt hätte, trinken muss man ja auch täglich, ne, ist klar. Sondern da hieß es, ja, da müsse man ja Produktionshochzeiten abfedern können. Also sprich, wenn eine Hitzewelle kommt, dann muss man genügend zu trinken haben. Mhm. Und deswegen geht das an einem Sonntag. Sehr pragmatisch gedacht, aber ich weiß nicht, ob der Ansatzpunkt ist. Habe ich aber tatsächlich auch mal gelesen, dass das eben sehr, sehr unterschiedlich sind, dass sie tatsächlich da manchmal Lieferschwierigkeiten sogar bekommen können. Das habe ich auch schon gehört. Glaube ich durchaus. Ich finde es auch sehr pragmatisch, aber wie gesagt, ich hätte es anders begründet. Mhm. Und was ich persönlich das Erheiterndste an der ganzen Entscheidung fand, ist, die Buchmacher dürfen beitragen einen Sonntag. Denn, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, da würden ja Wetten platziert für Ereignisse, die an einem Sonntag stattfinden. Ja. Und daher sei der Zusammenhang da, weil das sei eine typische Freizeitbeschäftigung, die man an einem Sonntag ausübt. Ja, klar. Ich gehe auf die Landbahn und wette da. Jo, das kann ich aber am Samstag nicht. Naja, vielleicht, keine Ahnung. Traditionell finden die Dinger immer am Sonntag statt. Das ist der Punkt, bei dem bei mir das Verständnis auch. Ja, aber wenn man jetzt Sonntag nicht in die Küche geht, muss man irgendwas anderes machen, nur was mit Pferderennen. Oh. Ja, kann ich keiner zum Pferderennen gehen, die Frage ist, ob ich wetten muss. Okay, dann willst du halt sonst machen. Gut, zu gucken. Aber deine schönen Einzelbeispiele, jetzt mal das eine, aber jetzt mal eine andere Frage. Jetzt haben wir das Arbeitszeitgesetz und jetzt haben wir den Verordnungsgeber und jetzt hat der Verordnungsgeber da seine Verordnung gefummelt und jetzt ist es jetzt sinnvoll, dass das Bundesverwaltungsgericht jetzt jedes kleine Teil da jetzt nur nochmal einzeln entscheidet und sagt so und so. Er will ja gleich die Gesetze machen. Theoretisch ja, wobei natürlich bei so einer Verordnungsermächtigung ist halt immer das Problem, das darf ausgefüllt werden. Und wenn es dann ausgefüllt wird, dann haben wir halt das Gefummel im Einzelfall. Mhm. Und das muss halt dann von Stück zu Stück sozusagen überprüft werden. Ist natürlich für uns auch ganz interessant auf der arbeitsrechtlichen Schiene, wo es eben um die Frage geht, was ist denn konkret geschuldet? Wann kann der Arbeitgeber sagen, also jetzt in so einem Fall, der da zum Beispiel noch nicht entschieden ist, ich will jetzt aber am Sonntag hier lustig rummachen und du hast zu arbeiten, weil in deinem Arbeitsvertrag nichts anderes steht und wir auch keinen Tarifvertrag haben, der was anderes sagt. Nur mit der einen Sache in dem Zusammenhang, Arbeitnehmer, das sind Verordnungen, die in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich sind. Und bevor Sie jetzt hier auf die Verordnung eines anderen Bundeslandes Rückschluss ziehen, bevor Sie vielleicht sogar dem Arbeitgeber sagen, ich muss da nicht arbeiten, bitte immer Vorsicht, denn
wenn Sie zu Unrecht die Arbeitsleistung verweigern, dann kann das zumindest nach Abmahnung Grund für eine fristlose Kündigung sein. Und ich würde es nicht sinnvoll finden, wenn man dann vor Gericht argumentieren müsste mit dem Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung zur hessischen, wie hieß das Ding nochmal? Bedarfsgewährungsverordnung. Ja? Vorsicht! Also das sind Sachen hier, die werden die Arbeitgeber beachten müssen. Man kann da auch entsprechend dann, wenn die das nicht machen, entsprechend vorgehen. Man kann unter Vorbehalt Arbeit leisten und dann gerichtlich klären lassen, ob man verpflichtet ist oder nicht. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, kann zum Betriebsrat gehen, zur Gewerkschaft, sonst was. Aber nicht bitte einfach sagen, ich mache das nicht. Wenn Sie das machen, dann riskieren Sie halt, dass Sie da fehlen und dann das Arbeitsverhältnis schneller beendet ist, als Sie es eigentlich dachten. Und plötzlich hat man nicht nur am Sonntag Ruhe, sondern die ganze Zeit. Man hat dann aber dieses blöde Jobsetup halt. Ja, das macht auch keinen Spaß. Ruhe bräuchte man dann leider auch nicht. Ja, danke Volker, dass du uns hier über Eis und Getränke informiert hast. War doch schön. Tschüss.